Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Bei uns pfeift heute sehr der Wind. Höre ich gerade im Treppenhaus bei uns. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten, ein Paket auszupacken von Brava, der Steuerwagen BDNRDZF 400. 63. So. Ja. So. Der Steuerwagen ist ein Karlsruher, also ein mit einem Karlsruher Kopf. Ja. Heute mal mit einer anderen Perspektive, weil es gerade anders nicht geht. Wegen dem Umbau, könnt ihr gerne schauen. Die Nummer 21 haben wir letztens rausgebracht. Ist verlinkt. So. Bei Brava muss man natürlich immer etwas aufpassen bei AC, bei Wechselstrom. Modellen. Wer schon mal bestellt hat, kennt es sehr wahrscheinlich. Ja. Wir haben ja von dem schon den verkehrsroten Steuerwagen gekauft, gehabt und schon vorgestellt. Das ist genau der gleiche, nur in der ja, in Mintgrün. Ja, hier ist noch die Anleitung drin, so zu Sachen, so Sachen, die man noch dran machen kann. Und ja, so der Steuerwagen hat einen Funktionsdecoder. Und ist aus der Epoche 5. Also noch gar nicht so alt. Wenn man mal bedenkt, dass jetzt die Epoche 6 ist. So, es ist ungewohnt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den legen muss. So, okay. Man sieht schon natürlich mit einem Schleifer und wie es aussieht mit einem Nicht-Flüsterschleifer oder wie der auch immer heißt. Da hat eine Firma einen Flüsterschleifer gehabt mit so einem Plastikteil hier drum. Das hat kein Plastik drum, also denke ich mal, ich kenne mich damit jetzt nicht gut mit Schleifern aus, aber ich denke mal nicht, dass es ein Flüsterschleifer ist. Das sieht eher etwas einfach aus. Nach Bremen Hauptbahnhof. Ich finde sehr schön, dass die ach Mann. Dass die Scheibenwischer schon dran sind. Gerade einen kleinen Banner gehabt. Hier sieht man schon, dass man ein paar Sachen noch zurüsten muss da. Das sind drei Löcher. Und hier noch ein paar. Und Kupplung vorne ist auch noch nicht dran. Aber ich glaube, wir machen die auch nicht dran. Und hier hinten ist auch keine Kupplung dran. Also der Wagen kommt kupplungslos. Muss man sich selber eine dran machen. Muss man sehr wahrscheinlich hier noch was machen an den Trägestellen. Ja, und hier. Aber das sieht man dann alles in der Anleitung, genau. Ja. Das soll es erstmal mit diesem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr den ganzen Umbau hier auf unserer Anlage und was schon alles passiert ist, nicht verpassen wollt, dann sage ich mal, schönen Tag noch. Ciao, ciao.